Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Wir werden uns heute gemeinsam dem vorangegangenen Jahr 2013 widmen. Ich habe ein bisschen Statistik, ich habe Buchhighlights, ich habe ein bisschen was an auch enttäuschten Büchern, ich habe Buchverfilmungen, ein bisschen was mit dabei und auch drei Highlights des Jahres, auf die ich so ein bisschen näher eingehen möchte. Wir machen es uns gemütlich vorm Kamin. So ähnlich war es im letzten Jahr auch. Ich glaube nur, dass ich da damals meine Bücherwünsche für 2013 vorgestellt habe. Heute machen wir es uns gemütlich vorm Kamin. Deswegen auch heute ein bisschen kurzarmelig, dafür ein bisschen mit Glitzer und Glimmer, um das Jahr ein bisschen festlich, ein bisschen kuschelig, ein bisschen warm und abschließen zu können. Der Jahresrückblick. Ich fange einfach mal an, ein bisschen mit Statistik, dass wir da schnell rum haben, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe 98 Bücher gekauft. Ich habe ja echt gedacht, ich falle von allen Wolken. Also nicht nur gekauft, sondern eben auch durch Rezi-Exemplare erhalten, geschenkt bekommen oder ertauscht, alles mögliche, also erhaltene Bücher, 98, da war ich echt platt. Gelesene Bücher, ich habe 103 Bücher geschafft, finde ich persönlich gar nicht schlecht, wenn man denkt, das Jahr hat ja 360 Tage, das hieß eigentlich wirklich, man hat alle drei Tage ein Buch angefangen, was ich echt nicht schlecht fand, so vom Denkerischen. Ich fand es auch toll, dass ich im Grunde 5 Bücher mehr gelesen habe, als ich erhalten habe, weil ich dachte, ja, der Sub hat sich zumindest nicht aufgebaut in diesem Jahr. gelesene Seiten, 39.608. Eine Wahnsinnszahl. Im Durchschnitt ergibt das pro Tag 108 Seiten, was ich ja wirklich einen schönen Durchschnitt finde. Wenn man wirklich sagt, man schafft so eine Stunde am Tag, dann bin ich so grob bei den 90 bis 100 Seiten. Und je nach Buch natürlich. Und deswegen bin ich mit meinem Durchschnitt vollkommen zufrieden. Der schlechteste Monat war der Monat Februar mit gerade mal 1560 Seiten. Und ja, der Hammer, der Hammermonat war der August, das habe ich ja schon gewusst, eigentlich, wie ich den August auch gedreht hatte, weil ich habe da ja wirklich Bücher verschlungen in meinem Urlaub, es war der Wahnsinn, mit 6.992 Seiten, also im Grunde über das Vierfache vom, oder ja, knapp dem Vierfachen von Februar, das ist echt der Hammer. Was im August natürlich dazu beigetragen hatte, war auf jeden Fall die komplette Harry Potter Reihe, die ich ja in einem verschlungen hatte, weil ich echt große Lust drauf hatte und das sind so die Zahlen. Ich muss echt sagen, erhaltene Bücher 98, also 100. Hui, also da war ich echt so für einen Moment, dachte, boah, echt so viel. Und was lernen wir daraus? Wir lesen im nächsten Jahr unsere Bücher, die wir schon da haben und versuchen das ein bisschen einzuschränken. Dann zu den Bücher-Highlights. Ich habe mal 10 Bücher mir so bei meinen, als ich die Statistik halt auch aufgestellt habe, durch die Bücher geklickt und mir gedacht, welche Bücher haben dir besonders gefallen, besonders viel Spaß gemacht. Und ich fange an mit einem Buch aus Februar. Und zwar habe ich da gelesen Die Chroniken der Seelenträger, der Wächter, Band 1 von unserer lieben Autorin E. Snyder, die auch hier auf YouTube ja aktiv ist. Und ich hatte damals das E-Book gelesen, noch mit dem alten Cover, was in dunkellila gehalten war, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und dann hat sie diese Neudrucke machen lassen und hat mir hier ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Ein wunderbarer Auftakt. Es wird wohl eine Trilogie. Wir warten gebannt auf den zweiten Band. Ich möchte jetzt die liebe E. Snyder gar nicht unter Druck setzen, aber ich warte darauf, wie es hier mit Jenny und Konrad weitergeht. Ein ganz, ganz toller Jugend-Fantasy-Roman, der mir unglaublich gut gefallen hat und auch der Kontakt zu lieben E. Snyder hat damit im Grunde begonnen und ich bin da so dankbar für und Bücher bringen einen halt doch ein bisschen näher. Ich gehe auf
ja, die Verbindung zwischen der lieben Isneide und mir in später nochmal ein bisschen ein. Das gehört dann zu meinem Highlight des Jahres. Kommt später. Ganz, ganz tolles Buch. Dann im April habe ich die beiden Zeitenzauberbücher von Eva Völler gelesen. Ich halte jetzt hier mal den ersten Band in. Ich glaube, es ist der erste Band. Ja, die Goldene Brücke. Nee, ist der zweite Band. Der zweite Band. Ich glaube, den ersten, ja, den habe ich stehen gelassen. Ich hatte mir den nämlich auf der Buchmesse in Leipzig gekauft und war so fasziniert von dieser wunderbaren Zeitreisengeschichte, dass ich mir direkt auch den zweiten Band geholt habe. Wunderschön. Und ich bin hier total begeistert, wie hier durch die Zeit gesprungen wird und dass da Portale sich nur zu gewissen Zeiten aufmachen und ganz, ganz toll, auch die Charaktere so liebevoll beschrieben und ja, wer möchte nicht gerne anders sein und durch die Zeit reisen und finde ich ganz, ganz toll und freue mich jetzt sehr auf den dritten Band, der in 14 erscheinen wird. Dann im April ebenfalls kam das neue Buch meiner heißgeliebten Märchen- und Inselfee Gabriela Engelmann heraus, Inselsommer. Und hier sind wir wieder, ja, auf die Insel mitgenommen worden, ein wunderschönes Cover. Und wenn ich ihre Bücher lese, dann habe ich immer den Eindruck, ich bin ein Teil der Geschichte, ich kenne diese Menschen, sie sind so echt, es ist so reell. Und sie trifft mich da immer voll in meinem Kern und sie schreibt so unglaublich schön und liebevoll und es macht einfach ganz, 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 ganz viel Spaß, in diese Bücher zu versinken. Und auch hier hatte ich wieder ganz viel Spaß und sie hat im April es auch geschafft, mir ein bisschen Sommer herbeizubringen. Und ja, ganz, ganz toll. Kommt, glaube ich, jetzt auch 2014 ein neues Buch von ihr. Dann ein Buch, das leider bei meiner Mama unten liegt, weil sie so mal angefangen hat zu lesen seitdem. Und zwar war es im Mai, es ist der neue Dan Brown erschienen, Inferno. Wieder mal ein genialer Dan Brown, der sich ein bisschen an Dantes göttliche Komödie entlang fiebert und mit einem ja nach wie vor super sympathischen Robert Langdon, der so ein bisschen ja vergesslich ist und wir hier wirklich durch die Städte laufen, hetzen und er hat es wieder geschafft, einen komplett mitzunehmen, zu begeistern und einen in die Thrillerwelt zu entführen und ja, großes Bücherkino. Dann im Juni hat mich eine Reihe wirklich sehr, sehr begeistert, wo ich dachte, die habe ich vorher ja noch gar nicht gehört. Und zwar von Carrick O'Brien, Die Stadt der verschwundenen Kinder. Und wie ihr seht, hier ist dann zumindest schon mal ein E-Book, das es auch in die Bücher-Highlights des Jahres geschafft hat. Und ja, hier beginnt auch die größte Liebe zu meinem E-Book-Reader, denn ich habe diesen Band wirklich verschlungen und musste sofort Band 2 und 3 lesen und schwipps bin ich mit meinem E-Book-Reader an dem PC, hab's heruntergeladen, hab's draufgeladen und hab weitergelesen. Das war wirklich der erste Moment. Ich habe auch andere E-Books gelesen, aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, ach mein lieber E-Book-Reader, ich liebe dich. Wo ich wirklich den Vorteil dieser digitalen Welt erkannt habe und ich wirklich ganz, ganz toll fand und sehr begeistert war. Auch über diese Reihe, die hier drei Teile umfasst, alle mit gleichem Cover, nur in einer anderen Farbe. Ich glaube, es war blau, gelb und rot oder rot und gelb. Weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Hier geht es darum, dass wir in einer Welt, also in einer Dystopie leben. Es ist eine sehr düstere Dystopie, wo im ersten Teil eben damit begonnen wird, dass die Neugeborenen abgegeben werden müssen, um im Königreich sozusagen, also in dem anliegenden Königreich, dass man dafür sorgt, dass eben nicht nur Inzucht passiert. Die Kinder sind aber wohl markiert und ja, sie, unsere Hauptdarstellerin hier, wird ausbrechen in eine Welt und wird auf eine andere Welt treffen, wo Frauen um einiges mehr wert sind wie Männer und es leider viel zu wenig Frauen gibt. Und ja, sie da ein bisschen mit Unfug dahin treibt. Es war eine unglaublich spannende Geschichte, tolle Charaktere, eine starke Charaktere, die wirklich überzeugt haben, die wirklich menschlich waren, wo man
gesagt hat, Mensch, für das Alter wirklich super toll, wo man aber genau eigentlich merkt, sie hätten gar nicht älter sein dürfen, weil dann hätten sie anders gehandelt. Ich denke, so Dystopien funktionieren deswegen immer so gut, weil es eigentlich einfach Jugendliche sind, die noch nicht so vielleicht ja so viel erlebt haben, wie es jetzt dann vielleicht 10 Jahre später der Fall wäre und da ganz anders darauf reagieren. Also eine ganz, ganz tolle Buchreihe, die ich wirklich nur empfehlen kann. Dann im Juli kam, nachdem ich davon schon so viel Gutes gehört hatte, von Kira Cass The Selection auf meinem E-Book-Reader. Hier gleiche Spielchen, den ersten Band gelesen, total begeistert. Und schwupps musste der zweite Band in Englisch dann direkt auch mit aufgeladen werden. Ich freue mich jetzt unglaublich auf den dritten, der dann in Weiß sein wird, der glaube ich im April in Englisch dann erscheinen wird. Und ich glaube der zweite erscheint jetzt im Februar oder März auf Deutsch, also ist absolut lesenswert, The Selection. Hier geht es ein bisschen wie bei The Bachelor um einen Prinzen, der eine Frau sucht und das mit einem Auswahlverfahren tut. Klingt total kitschig, total nach The Bachelor, ist aber ganz anders. Und die Geschichte, auch wie sich es gerade entwickelt, zwischen den Hauptcharakteren, auch gerade was das Königshaus betrifft, ist super beschrieben, super geschrieben und hat wirklich unglaublich viel, viel, viel Spaß gemacht und hat wieder mich in eine Welt genommen, wo mir auch gerade dann die englische Sprache des zweiten Bandes sehr, sehr gut gefallen hat und man da einfach wieder reingekommen ist, es zack, zack gelesen hatte und wirklich das Gefühl hatte, Mensch, endlich wieder eine Reihe, die einen in den Band zieht. Ich freue mich sehr auf den dritten Teil, der dann jetzt erscheinen wird im März, April und bin da total gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Da hört ihr auf jeden Fall noch was von mir. Dann eine Buchreihe, die mich sowohl im August wie dann auch im November wirklich gefesselt haben und ja, ich halte es wieder in die Kamera. Es war schon bei Bücherrückblicken, Monatsrückblicken, Wochenrückblicken einfach total begeistert von Juliane Maybachs Nekare-Reihe. Hier begannen mit Verlockung, dem ersten Teil, und Verlangen, dem zweiten. Die hatte ich im August gelesen. Total gespannt dann auf November gewartet, auf die Versuchung, was dann der dritte Teil ist. Nekare ist eine Welt, eine magische Welt mit Zauberern. Und es gibt dann hier noch natürlich eine Menschenwelt, also es ist so ein bisschen Harry Potter. Allerdings habe ich immer gerne gesagt, dass Nekare da anfängt, wo Harry Potter aufhört. Denn hier sind die Leute 16, 17 und wie wir ja wissen, hat da eigentlich Harry Potter ja aufgehört. Und hier geht es dann aber so ein bisschen auf das Warten, auf das Böse und wir erfahren viel über die Geschichten, über die verschiedenen Fähigkeiten, über natürlich auch wieder ein bisschen Liebe. Es ist eine Jugendbuchreihe, da muss natürlich auch ein bisschen Liebe dabei sein. Wir lernen nicht nur Nekare, die magische Welt kennen, sondern auch Incendium, die böse Dämonenwelt. Und wirklich tolles Bücherkino. Es wird noch einen vierten und einen fünften Teil geben, die jetzt dann im Frühjahr und Sommer-Herbst erscheinen werden. Ich freue mich sehr drauf und bin wirklich gespannt, wie Juliane Maybach da das Ende dann sozusagen schreiben wird. Dann kam eine Buchreihe, um die ich lange geschlichen bin, dann kurz vor der Buchverfilmung ich gedacht habe, du musst es jetzt doch noch lesen. Und so habe ich im August, ja im Urlaub dann auch und September, mit Die Chroniken der Unterwelt begonnen, hier mit City of Bones, dem ersten Band von Cassandra Clare. Es hat mich so gefesselt und ich war kurz davor, mir sie dann doch noch als E-Book zu holen, dass ich dachte, es muss jetzt ganz schnell weitergehen. Ich aber dennoch gewartet habe, geduldig auf die Bücher 2, 3, 4, 5 und ich sie alle als, also 3 sind Taschenbücher, 2 sind Hardcover und ich hier total gefesselt war von der Welt um Clary, die eine Schattenjägerin ist und ihre Mutter verliert, sie dann suchen muss zusammen mit anderen Schattenjägern. Unter anderem trifft sie eben hier auf Chase
Und ja, Chase dann natürlich auch im Film gespielt von Jamie Campbell-Bauer, ein Leckerchen. So habe ich ihn mir vorgestellt. Nach meinem Edward-Desaster, finde ich, hat man hier eine gute Besetzung hingebracht. Dazu komme ich aber später. Gibt hier eigentlich alles: Feen, Vampire, Dämonen, Werwölfe, alles, was man sich vorstellen kann. Natürlich Engel, denn die Schattenjäger sind zum Teil eben Engel. Und eine Reihe, die mich total gepackt, gefesselt und wirklich überzeugt hat. Und ich mich jetzt hier wirklich sehr auf den sechsten Teil freue. Bin sehr gespannt, was da noch passieren wird in der Welt um Clary und Chase. Und freue mich da wirklich sehr drauf. Und wie ihr seht, lässt mein Holz langsam nach. Ich heiz jetzt mal kurz drauf und dann bin ich gleich wieder da. So, und nun steigt es wieder auf, wie ihr seht. Also damit ich es heute schön warm habe, muss ich da jetzt einfach mal draufheizen. Ja, und wir wollen es ja gemütlich und kuschelig haben und sonst wird es mir auch im T-Shirt nämlich zu kalt. So, das vorletzte Buch steht auch wieder für eine ganze Buchreihe, die mich schon 2011, als sie anfing, total in den Bann gezogen hat. Und so in den Bann gezogen, dass ich, als der dritte Band im Oktober, November erschien, alle drei hintereinander weggelesen habe. Es geht um das Buch von Sophie Jordan, die Firelight-Reihe. Abschließend mit Leuchten des Herzens, müsste der dritte Band sein, genau. Wir haben hier mit Draki zu tun. Das sind Menschen, die sich in Drachen verwandeln können und verfolgen hier so ein bisschen, ja, nicht nur das Leben der Draki, sondern, das halte ich natürlich direkt davor, aber egal, sondern auch das Leben der Jäger und sind hier so ein bisschen dabei in einer Fantasy-Welt, die mir sehr gefallen hat. Ich fand, wie das 2011 herauskam, diese Drachenwelt wirklich mal was anderes nach Vampiren und Engeln. Und jetzt halte ich es gleich vom Ofen nicht mehr so aus. Ich muss mal ein bisschen näher rutschen. Moment, ich wird gerade höllisch heiß. Ich rutsche uns mal so ein bisschen weg. Ich verglühe, ich zerschmelze. Ja, darüber habe ich natürlich nicht nachgedacht, wenn ich jetzt aufheize. Aber okay, ich werde es gerade so ein bisschen aushalten. Es war nach Vampiren und Engeln, war die Drachenwelt, die Draki-Welt einfach mal eine andere. Und auch der Schreibstil von Sophie Jordan hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie hat spannend geschrieben, ist tief in die Geschichte reingegangen, hat auch die Charaktere wirklich lebendig gestaltet, hat sie uns wunderbar näher gebracht und war eine ganz, ganz tolle Geschichte mit einem sehr schönen Ende, wie ich finde. Ich fand, sie ging ein bisschen holprig zu Ende, ein bisschen zack, 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 und sehr schnell, wo ich mir gewünscht hätte, Mensch, so 100 Seiten mehr hätten hier auch nicht schlecht getan. Und das sage ich ja relativ selten. Aber hier hätte ich mir wirklich ein bisschen ein langsames Davongaloppieren gewünscht. Und ja, war hier wirklich total geflasht, begeistert und kann die Firelight-Reihe wirklich nur jedem ans Herz legen. So, jetzt rutsche ich mal noch einen Hauch vor. Aber ich hoffe, ihr habt es gemütlich. Es wird wahrscheinlich wunderbar rot leuchten im Fernsehen. Aber wir sind schon beim letzten Buch der Highlights. Ein sehr aktuelles Buch und ich musste es einfach auswählen. Und zwar Noah von Sebastian Fitzek. Ein wirklich knaller Thriller, der nicht nur, weil er jetzt noch so aktuell im Gedächtnis ist, sondern er mich wirklich auch während des Lesens so geflasht hat, so berührt hat, so zum Nachdenken angeregt hat, dass ich mir dachte, ja, der muss eigentlich, er ist ein Highlight. Also es ist ein ganz anderer Sebastian Fitzek, als wir ihn kennen, und dennoch ist es in jedem Wort, das geschrieben ist, Sebastian Fitzek, und es ist einfach der Wahnsinn. Also auch hier, ähnlich wie bei Dan Brown, geht es um die Weltbevölkerung, um die hohe Anzahl, 7 Milliarden Menschen, und was sich manche Menschen da einfallen lassen, um ja, das ein bisschen einzudämmen und dass das eben nicht alles mit fairen Mitteln zugeht, ist uns wahrscheinlich allen klar. Und Sebastian Fitzek hat mich hier wirklich mitgenommen und begeistert und auch tief zum Anregen, zum, nein, hat mich auch zum tiefen Nachdenken angeregt und ja, genial und ganz aktuell im Dezember erschienen, gelesen, und ihr solltet ihn auch unbedingt lesen. So, jetzt brauche ich vielleicht mal ein bisschen Fächer. War eine ganz tolle Idee, die ich da hatte, so vorm Kamin.
Ich habe aber nach den Bücher-Highlights auch drei Bücher, die mich sehr enttäuscht haben. Da habe ich aber leider keins zum Zeigen, wobei das eine hätte ich gleich noch irgendwo stehen. Angefangen mit Solange am Himmel noch Sterne stehen, hat wunderbar geklungen und hat mich total eigentlich auf eine falsche Fährte gezogen, denn es hatte dann irgendwas irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und als ich da angekommen bin und mir bewusst wurde, dass es irgendwie so in die Richtung geht, fand ich es irgendwie doof. Also ich habe es dann auch, glaube ich, nach 150 Seiten abgebrochen und mir hat es absolut nicht da mehr gefallen. Es war sehr kaugummiziehig, es hat sich gezogen, es hat mich dann auch irgendwie gelangweilt und genervt und es lag Tage auf meinem Nachttischkästchen und ich habe jedes andere Buch rangezogen zum Lesen und ich bin da nicht rangegangen und dann dachte ich, ach und weg und habe es dann, glaube ich, auch direkt bei eBay versteigert und dachte, nee, ich will nicht. Auch sehr enttäuscht hat mich die Bestimmung. Deswegen ist die Bestimmung auch nicht in meinem Bücher-Highlight, denn ich war vom ersten Band total begeistert. Ich war total geflasht, überrascht von dieser Dystopie, von der Idee, die dahinter steckt, von diesen Fraktionen, für die man ausgewählt wird und fand das wirklich genial. Ich fand auch den Schreibstil super. Mir hat auch der zweite Band sehr gefallen, der ein bisschen weniger Tiefgang, weniger Persönlichkeit einfach hatte. Und dann kam der dritte, den habe ich mir auf dem E-Book-Reader geholt, in Englisch. Und da war ich dann echt nur noch enttäuscht. Also das war, also es war eigentlich eine Katastrophe. Sie hat ihren Schreibstil geändert. Sie hat uns auf einmal die Welt gezeigt aus verschiedenen Gesichtern, aus verschiedenen Menschen, ihren Ansichten. Und irgendwie war das so, mir hat es nicht gefallen. Es war so anders, so überhaupt nicht überzeugt von der Geschichte, wie wenn sie es nur noch zu Ende geschrieben hat, weil sie musste und vielleicht auch noch gegen ihren Willen. Also nicht, dass sie gezwungen wurde, es zu Ende zu schreiben, sondern so zu Ende zu schreiben. Es hat mich ein bisschen erinnert, was mir meine Schwester über die Tagebücher eines Vampirs, also Vampire Diaries, erzählt hat, dass die eigentliche Autorin ganz anderes Ende wollte und dadurch, dass sie irgendwie die Rechte verkauft hatte, hat man dann jemanden anderen dahergenommen, der im Sinne von ihr geschrieben hat und das Ende so geschrieben hat, wie es der Verlag wollte. Und hier hatte ich auch so den Eindruck. Und deswegen ist jetzt auch die Reihe nicht bei dem Buch Highlights gelandet, weil mir einfach der dritte Band so gar nicht gefallen hat, dass er wirklich die beiden anderen eigentlich abwertet. Ich werde mir auf jeden Fall die Buchverfilmung im nächsten Jahr anschauen, aber ja. Dann auch sehr enttäuscht war ich von Daniel Glattauer. Ich fand ja Gut gegen Nordwind und Alle sieben Wellen wirklich toll und spannend und fand ich wirklich lustig, dieser E-Mail-Verkehr, diese Liebesgeschichte, und habe mir ja dann noch den Thriller von ihm geholt, Ewig Dein, den ich so mittelmäßig fand, und dann habe ich zu Weihnachten den Weihnachtshund mir geholt, gebraucht und gelesen, und ich dachte nur, also was der Mann eigentlich kann, was er mir mit Gut gegen Nordwind gezeigt hat zum Lesen, und auf einmal war es ist so unliebevoll, und wie mit dem Hund umgegangen wurde, wie über den Hund gedacht wurde, und ich fand es einfach nur doof und so vorhersehbar und so unspannend und so ohne magischen Moment, und ich fand es einfach nur grässlich. Ich habe es zu Ende gelesen, aber es hat mich eigentlich ziemlich genervt, und ja, das sind so meine enttäuschten Bücher diesen Jahres. Meine Film-Highlights, hier mal eben vier Buchverfilmungen, begonnen mit Seelen, was ich ein tolles Buch fand, mit vielleicht 200 Seiten zu viel, wo ich dieses Jahr dann in der Leserunde bei Lovely Books gelesen habe. Ein toller Film, toll umgesetzt, wirklich die Längen rausgenommen, wirklich sich auf das Notwendigste eigentlich bezogen und nicht zu viel. Und wirklich die Längen, die es im Buch gibt, wo man sich denkt, jetzt kommt zum Punkt, die hat man wunderbar weggebracht und mit Handlungen und Gesprächen und Dialogen gefüllt. Ganz, ganz toll, tolle Jungschauspieler, vor allem die Herren der Schöpfung sozusagen in diesem Film, fand ich wirklich leckere Augenschmause und dachte, Mensch, endlich mal Jungs, und aus Buchverfilmungen, wo ich nicht diesen Edward-Faktor habe, Robert Pattinson ist für mich einfach kein Edward, nach wie vor stehe ich da dazu,
Und hier muss ich wirklich sagen, haben mir die männlichen Schauspieler sehr gut gefallen. Auch sie hat mir super gefallen. Das ist die mit dem unaussprechlichen Namen. Dann ging es weiter mit City of Bones. Nicht nur, weil mich die Buchreihe so begeistert hat, nein, ich war auch vom Film wirklich mehr als begeistert. Klar, wurde ein bisschen was weggelassen, aber es ist endlich mal wieder eine Buchverfilmung gewesen, die, ja, wo ich einfach denke, sie hat Menschen erreicht, sie hat Menschen begeistert, und auch wenn es kein Hype wird wie bei Harry Potter oder gar Twilight oder auch, ich fand sie gut, und man kann nicht immer das Ultimative wollen, und ich hoffe wirklich, dass sie das weiterdrehen. Auch wenn sie gespoilert haben im ersten Teil, hoffe ich, dass es weitergeht. Und dann relativ aktuell im November Catching Fire, Tribute von Panem 2. Eine wirklich gelungene Buchverfilmung, die wirklich fast noch besser ist als das Buch selbst, weil sie einfach mit ganz, ganz tollen Bildern daherkommt. Ich mag die Schauspieler, ich mag Jennifer Lawrence unglaublich gerne als Katniss, und ich fand es einfach nur geil. Ich hatte mich so angesteckt, der zweite Band, dass ich direkt heimging und den dritten Band gelesen habe, weil ich einfach nochmal wissen wollte, wie war es nochmal? Du kannst jetzt kein Jahr oder sogar zwei warten, weil man den dritten Teil dann nämlich in zwei Bände aufteilen wird. Und toller Film, tolle Buchreihe, Tribute von Panem, auf jeden Fall auch eine ganz, ganz geniale Dystopie. Und als letztes, ja, ihr wisst genau, was kommt. Ich alte Mittelerde-Freaking, und ich stehe komplett dazu. Ich werde meine Suchtgruppe gründen. Der Hobbit 2. Ich meine, ihr habt es in meinem Wochenrückblick gehört, ihr habt es in meinem Buchverfilmungsvideo gehört, das, glaube ich, 30 Minuten ging, und bis auf 5 Minuten oder 4 Minuten, wo ich wirklich über Tauriel geschimpft habe, war ich nur begeistert. Ich kann da gar nicht mehr viel sagen. Ich werde auf jeden Fall im neuen Jahr noch ein zweites Mal dahin reisen im Kino. Freue mich dann sehr. Wahrscheinlich um Ostern herum wird es die DVD geben. Und zu Weihnachten hoffentlich dann wieder die Special Extended Edition. Und und dann kommt natürlich auch schon der dritte raus. Und es ist einfach meine Welt. Es ist mein Mittelerde. Es ist die Liebe, die länger geht als jede andere in meinem Leben. Und ich muss gar nicht viel sagen. Ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, wie begeistert ich von dieser Welt bin. Sehr enttäuscht war ich von zwei Buchverfilmungen, angefangen mit Rubinrot. Da habe ich vieles nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum man Englisch tut, obwohl es eine deutsche Buchverfilmung ist. Wie man auf einmal in London so tat, als wäre man in London, irgendwelche SMS in Englisch schreibt mit deutschen Untertiteln. Und klar spielt das Buch nicht in Deutschland, aber ich fand es einfach nur grausig. Man hat auf Groß Hollywood gemacht und hat es eigentlich total versaut damit, indem man es so groß werden lassen wollte. Hätte man es einfach als normale Produktion gemacht, wäre es auf jeden Fall ein bisschen detailverliebter gewesen, und es hätte wahrscheinlich uns mehr begeistert. Ich war wirklich sehr enttäuscht, auch dass Gwen so eine Punkerin irgendwie war, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Und alles in allem war ein okayer Film. Ich habe ihn bis jetzt wirklich noch nicht weiter geguckt. Ich werde ihn mir mal auf Sky anschauen, wenn er im neuen Jahr das sein wird. Aber es ist für mich auf jeden Fall wirklich ein enttäuschter Film gewesen. So auch 16 Moons. Klar hat mich das Buch nicht total gefesselt. Ich fand es ganz gut, aber ich habe auch nicht den Ansporn gehabt, die anderen Teile zu lesen. Aber den Film fand ich ja so zum Einschlafen. Ich fand ihn einfach wirklich nur schlimm. Also es war langweilig und so lieblos und so, ich weiß auch nicht. Er hat nicht zu mir durchgedrungen, was ich sehr, sehr schade fand. So, das zum Thema Bücher und Buchverfilmungen. Ich gehe jetzt kurz noch auf drei Highlights des Jahres ein. Zum einen war natürlich die Leipziger Buchmesse. Das war für mich echt ein Highlight. Ich war das erste Mal auf der Buchmesse. Freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr, wo ich hoffentlich den ein oder anderen von euch dann vielleicht über den Weg laufe. Ich hatte ein besonderes Erlebnis mit Gabriela Engelmann. Ich habe sie dort getroffen, und sie hat ganz liebe Worte für mich da gelassen, sozusagen, die mir wirklich sehr zu Herzen gegangen sind, die mich sehr berührt haben. Und
wo ich einfach dachte, es ist schön, dass ja die Arbeit, die man hier auf YouTube tut, wo man sich bemüht, wo man sein Hobby wirklich und seine Leidenschaft ja so herausbringt, doch so ein bisschen auch andere ansteckt. Und ich fand es toll, es einfach von ihr zu hören. Und ich meine, sie ist halt die andere Seite der Bücherwelt. Und auch ein ganz lieber Kontakt, und ich freue mich sehr, dass es sie gibt und dass da immer mal Postkarten und Facebook-Nachrichten hin und her gehen. Und ja, das fand ich ganz toll. Auch habe ich Buchling Janine und Booklook getroffen. Das fand ich ganz, ganz toll. Die liebe Gwen und die liebe Janine. Das war wirklich so, wo man denkt, Mensch, die Leute, man guckt sie 2 Jahre oder was auf YouTube an, dann stehen sie vor einem. Und fand ich ganz, ganz toll. Hat mir gut gefallen und ja, es war ein tolles Erlebnis. Dann auch Sebastian Fitzek, zwar nicht direkt neben ihm zu stehen, aber ihn mal so aus 2 Meter Entfernung, ich muss mal noch ein bisschen fächern, aus 2 Meter Entfernung zu sehen und zu denken, also man kommt sich davor wie so ein Groupie. Mal schauen, vielleicht wird es im nächsten Jahr jetzt einfach mal, dass man da vielleicht doch mal sich anstellt, die halbe Stunde in Kauf nimmt und hofft, dass man ein signiertes Exemplar irgendwie von seinem Buch bekommt. Das war die Leipziger Buchmesse, die mir wirklich unglaublich gut gefallen hat. Die Frankfurter ist mir leider einfach ein bisschen zu weit und es war dann noch also ein bisschen kurzfristig. Und Leipzig wird es auf jeden Fall auch im 2014. Ich vermute mal wieder am Samstag, weil wir werden wieder mit einer Bustour wahrscheinlich da hochfahren. Und ja, einfach mal gucken. Es wird wahrscheinlich wieder relativ spontan. Nachdem halt die Bustour da mal angesetzt ist, so 2, 3 Freundinnen und Arbeitskollegen haben sich schon angekündigt, dass sie gerne mitfahren würden. Freue ich mich sehr drauf und ja, wie gesagt, vielleicht trifft man sich da. Dann fand ich ganz, ganz toll, ich hatte ja einen lieben Kontakt, wie ich es vorhin schon angeschrieben habe, mit der lieben Autorin E. Snyder. Und sie hatte mich dann mal, es war glaube ich Ende April, gefragt, Mensch, sie hat da so, sie schreibt an einem Katzenbuch, das wusste ich schon. Und ob ich da nicht mal als Testleser fungieren möchte. Das war meine erste Anfrage in dieser Art. Und ich dachte, Mensch, ja, probierst es einfach mal. Also ich habe mir Notizen dazu gemacht. Ich habe es relativ schnell versucht durchzulesen. Das war auf dem E-Book-Reader. Und fand das Buch sowieso total lustig und ich bin Katzenfan, ich mag Katzengeschichten und ich habe in vielen dargestellten Szenen auch meine Katzen wiedererkannt und fand dann aber wirklich den Austausch mit ihr ganz, ganz toll. Also die Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen, die Fragen, die sie dann an mich als Leser gestellt hat und der Austausch, der dazwischen zwischen uns war, ich fand den so toll, ich war da so begeistert und habe mir echt gedacht, auf sowas wird geachtet. Sowas ist im Grunde der anderen Seite wichtig. Und man betrachtet dann auch so ein Buch ganz anders. Man hat auf Dinge dann auch ein bisschen geachtet und sich überlegt und auch so allgemeiner gedacht. Nicht nur spricht es wirklich mich an, sondern gerade so Dinge, die man übermäßig lustig fand oder wo man wirklich nickend und schmunzelnd da ist. Das dachte man, Mensch, ist es nur, weil du den gleichen Humor vielleicht hast oder ist es ein allgemeiner Humor? Ich kann es jetzt gar nicht so anders in Worte fassen. Es war eine tolle Erfahrung und auch wirklich der Austausch mit dir, lieben E. Snyder, hat mir unglaublich viel gegeben, gebracht und hat mich ja wieder so ein bisschen inspiriert, doch mal darüber nachzudenken, jetzt endlich mal mit meinem ich liebe mein Buch Buch anzufangen und ja, es hat mich einfach tief auch berührt, dass sie mich da gefragt hat und ich dann auch ganz liebensgewürdigerweise in der Danksagung drin stehe als Testleser. Das hat mir auch sehr, ach, das hat mich echt gefreut. Und jetzt muss ich es auch einfach mal in die Kamera halten. Katzenalarm, 4 Musketiere auf Freierspfoten. Ich glaube im Mai erschienen als E-Book und eben als diese wunderschöne Printausgabe. Und man sieht dann eben auch hinten ihre 4 Tiger. Und ja, mich erinnert ja die liebe Pauline immer an meinen Rambo und ja, also ganz, ganz tolles Katzenbuch und wirklich eine Erfahrung in diesem Jahr, die ich nicht missen möchte und die mir unglaublich viel Spaß gegeben hat und ja, mich einfach gefreut hat. Und dann noch etwas Kurzes so zum Ende.
Und zwar wird jetzt jemand hoffentlich einen Grinser auf dem Gesicht bekommen. Und ich glaube, sie weiß jetzt auch schon genau, dass sie gemeint ist. Denn es glitzert in meinen Augen und somit wird es auch in ihren glitzern. Ich möchte nochmal einfach, ja, ich muss sie einfach erwähnen in meinen Jahreshighlights, denn sie hat mich menschlich tief in der Seele berührt und das ohne, dass wir irgendwie mal miteinander gesprochen haben oder uns persönlich kennen. Nein, wir kennen uns nur über Facebook und über YouTube. Ich spreche von meiner lieben Schwalbe, die ich schon ganz oft erwähnt habe, der lieben Yvonne, die mir eine Anthologie, wo eine ihrer Geschichten erschienen ist, zur Verfügung gestellt hat. Ich sollte einfach mal reinlesen. Und die einen wunderbaren Blog hat, der sich jeden Tag im Grunde damit so ein bisschen um ihr Leben beschäftigt, als sie raustritt aus dem Dunkeln sozusagen ihres Autorenlebens und uns teilhaben lässt. Und ja, es ist so ein, also ich hätte nie gedacht, dass es Menschen gibt, also die man eben auch gar nicht persönlich bei einem Kaffee irgendwie trifft, die einen so berühren. Und mit jeder Mail, die von ihr kommt, mit jedem YouTube-Kommentar, mit jeder Facebook-Nachricht, geht mir das Herz auf. Es ist wie so, wir sind ja so zwei Vogelgeschwister, meine liebe Schwalbe und ich als Eule. Und es passt einfach so perfekt. Und alle ihre Kommentare und Nachrichten, wenn man zusammenfassen würde und in ein Buch packen würde, wäre es meiner Meinung nach lyrischer und ja einfach berührender als jedes andere Buch. Und was in so eine Richtung eben geht. Und ich, ja, also es ist ganz, ganz toll, ganz, ganz lieb und ich bin da wirklich dankbar für diese kostbaren Momente, die, wenn ich dann sehe, neue Nachricht und dann lese ich die auch nicht in Hektik, sobald es aufblinkt, sondern nehme mir in der Regel dann am Wochenende wirklich die Zeit, das intensiv mir durchzulesen und sie hat mich schon so oft zu Tränen gerührt und ich glaube auch umgedreht und ich wünsche mir, dass sie, dass du, liebe Yvonne, endlich ins Licht auch bei YouTube trittst, endlich Videos machst, endlich dein Buch herausbringst, dass wir dann alle in die Kamera halten können, weil es ist bestimmt ein Meisterwerk und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und als Geheimniswahrerin denke ich auch weiterhin an unser kleines Projekt und wir werden die Zeit im neuen Jahr finden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich möchte mich nochmal bei dir bedanken und im Grunde auch bei euch allen, die ihr mir liebe Kommentare da lasst. Das ist ja nicht nur ein Mensch, der mich berührt sozusagen, aber es ist halt der besondere Mensch in diesem Jahr. Es sind so viele, die liebevoll kommentieren, ob es die Silke ist, die liebe Karin ist, es ist... wo ich immer lese, ich die liebe Rosa, die nur kommentiert, weil sie keine eigenen Videos dreht, wird Zeit, dass auch du Videos drehst. Die liebe Patty, die liebe Sandra, die auch endlich den Weg vor die Kamera gefunden hat mit Smallers Buchschnack. Das fand ich wirklich ja ganz, ganz toll, als das erste Video von ihr da war. Ich habe mich so gefreut, dass jemand, von dem man nur Kommentare kennt, endlich vor der Kamera steht. Und die liebe Leseratte Ivy, die auch so, man denkt so schnell so gleich und es ist wirklich der Hammer und ja, so viele Menschen da draußen, die man leider ja gar nicht so persönlich kennt und man hat aber eine Leidenschaft und es sind die Bücher und man tauscht sich aus und man merkt, man ist gar nicht allein so verrückt und gut, wobei mit Mittelerde, da bin ich wahrscheinlich die einzig Freakige, aber es ist, dazu stehe ich auch. Und das ist einfach so schön und da merkt man einfach, es ist richtig und wichtig und dass es eben ein Hobby ist, eine Leidenschaft, die man, ja, die ich gerne auf jeden Fall noch eine Zeit lang tun möchte und ihr werdet mich also im neuen Jahr nicht sofort los. Nein, eher wird es schlimmer als besser. Nein, Spaß beiseite. Also ich mache das wirklich unglaublich gerne und ich bedanke mich bei euch allen, die ihr dieses Jahr mir so die Treue gehalten habt. Über 1000 Abonnenten, das war wirklich im November ein Highlight auch für mich, als ich die geknackt habe. Und ja.
damit beende ich nun meinen Jahresrückblick. Hat ja auch lange genug gedauert. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen, wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und kommt gut rein, feiert schön, feiert nicht zu wild und genießt die Zeit und wir sehen uns dann auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Macht's gut und vielen Dank fürs Zusehen und bis im nächsten Jahr. Tschüss, eure Steffi.